ein bisschen Staub aufzuwirbeln? Hey, wenn du diese Nachricht hörst, gratuliere. Du hast nicht nur alles richtig eingetragen, sondern mich auch beeindruckt. Und zwar genug, um dich zum Eintritt in die AJ Racing Academy einzuladen. Wie du dir denken kannst, wurde sie von meiner Wenigkeit ins Leben gerufen und sie dient nur einem Zweck. Dich zu fordern und alles aus dir rauszuholen. Dich ins tiefe Wasser zu schmeißen, um zu sehen, ob du schwimmen kannst. Und Team AJ zur dominanten Kraft in der Welt des Extremmotorsports zu machen. Kinderspiel, oder? Okay, du bist offiziell Mitglied. Willkommen im Club. Du willst natürlich so schnell... Was kriegt man, wenn man Straßenrennen mit Offroad-Terrain kombiniert? Auf Straßen-Road-Terrain-Rennen? Nein, Ultracross. Ah. Eine Hochgeschwindigkeitsdisziplin auf maßgeschneiderten Strecken für schnelle Autos und noch schnellere Fahrer. Was soll das denn heißen? Ist der Mensch da schneller als ein Auto? Kann ich das hier vielleicht zu Ende erklären oder müssen wir erst über Physik diskutieren? Ja, schon gut, mach weiter. Bei diesen Events geht es vor allem um Massenrennen mit weiten Kurven, mit S-Kurven, die deine Lenkkünste auf die Probe stellen, langen Geraden, um Geschwindigkeit aufzubauen und Kreuzungen, bei denen man sieht, wie viel Vorsprung man hat. Thank you.
Rally Raid ist ein Punkt-zu-Punkt-Rennen von Start bis Ziel durch wunderschöne Naturlandschaften, die man nicht wirklich genießen kann, weil man ganz schnell in irgendeiner Hecke landet, wenn man nicht aufpasst. Geschwindigkeit ohne Ende, Sprünge ohne Ende, enge Kurven und Weggabelungen, die Spreu vom Weizen trennen. Rally Raid ist Dirt in Reinkultur. Ο αγώνας θα ξεκινήσει όπου να είναι. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Και ξεκινάνε!
Okay, Nolan, zum Thema diesjährige Ernte von neuen Rennfahrern. Wie war noch gleich der Name des Rookies, von dem du mir neulich erzählt hast? Ass, glaube ich. Ja, das war's. Okay, abgefahrener Name. Macht mich ehrlich gesagt ein bisschen neidisch. Ach komm, Jack. Hörst du das? Was ist das? Ist das Donner? Falsch! Das ist Stampede! Aber nicht auf die altmodische Art. Schlangen? Muskulöse Pferde? Schon wieder falsch! Diese hochgezüchteten Bestien hier werden von Benzin und Durchhaltevermögen angetrieben, sind in schwer befahrbaren Naturlandschaften anzutreffen und stürzen sich oft kraftvoll in ein Rudel von anderen Rennfahrern. Ah, Autos! Hätte ich mir denken können. Darum geht's schließlich bei dieser Serie, Junge. Wovon reden wir denn die ganze Zeit? Die Strecken wurden auf grobem und oft unmarkiertem Wüstenterrain gebaut und sind mit allen möglichen Höhenunterschieden und vielen Sprüngen gespickt. Ab in den Sattel, Partner! Es ist Stampede!